So, meine Damen und Herren, jetzt geht es hier tatsächlich los. Hier ist es kalt, wie Sie sehen, bei uns auch in der Wohnung. Draußen hat es Minus und in der Wohnung hat es ja auch irgendwie Temperaturen, die also nicht gerade so angenehm sind und man kann sich auch entsprechend mal ein bisschen kleiden. Also ich stamme ja aus einfachen Verhältnissen in den 60er Jahren in der ersten Wohnung, wo ich mich zurückerinnern kann. Da war gar keine Heizung, ne? Das gibt es auch. Insofern weiß ich, was es bedeutet, wenn man hier keine 20 Grad Raumtemperatur hat, sondern weniger oder nur 15. Wir hatten damals in der Küche einen so einen Herd mit so einer quadratischen Platte und da war ein Teekessel drauf und da hat man ein paar Holzteile reingeschoben, wo dieses Holz her war, weiß ich auch nicht so genau. Und dann gab es auch mal Briketts oder Eierkohle und das war es in der ganzen Wohnung und man ging in ein kaltes Bett hinein als Kinder. Oder es gab eine Wärmflasche. Wer hat heute noch eine Wärmflasche? Das haben wir heute nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Aber wenn es dann so richtig kalt ist, erinnert man sich dran und dann ist man auch dankbar dafür, dass es heute sowas wie eine gute Heizung gibt, da wo ich jetzt wohne und auch am Arbeitsplatz. Da bin ich ja kalter durch die Straße und dann komme ich da rein. Da war der Temperaturunterschied schon 30 Grad oder so, ne, von draußen in diese überhitzten Büros eigentlich. Naja, okay, also aus einfachen Verhältnissen, jetzt erzähle ich ein bisschen was aus der Kindheit und Jugend. Für diejenigen, die jetzt an Politik eher interessiert sind, ist jetzt nicht viel dabei. Sie schalten wieder ab. Außerdem gucken das sowieso nicht so viele an. Aber wenn ARD und ZDF nichts geboten wird oder in den privaten, dann schalten Sie hier diesen Reppenhagen ein. Und ich erzähle mal von der Natur, wie ich das als Kind erlebt habe, nämlich die volle Natur, die war anders. Die Biodiversität, das ist die Artenvielfalt, war noch gegeben. Auch die Wiesen waren bunt. Wir waren ja kleiner als dieser Grashalm noch und heute werden ja die Kinder und Enkelkinder immer so bewacht und überwacht. Die dürfen ja nirgendwo hin. Wir waren in voller Natur. Da war kein Mensch unterwegs. Meine Eltern hatten zu tun. Die waren immer fleißig. Gut, wir waren immer mehrere Kinder zusammen. Und dann sind wir durch diese schönen, bunten Wiesen geschlichen. Und dann hat man sich auch mit der Pflanzenwelt und der Tierwelt beschäftigt. Mein Bruder hat mal Schmetterlinge gesammelt. Damals gab es noch verschiedene Sorten. Schmetterlinge, 10 oder 12 verschiedene Sorten waren das wohl. Und Blumen, verschiedene bunte Farben, habe ich schon gesagt. Und dann war auch ein Steinbruch ganz in der Nähe, wo wir gelegentlich drin waren. Da war eine Steilwand, vielleicht 10 Meter hoch. Da sind wir hoch oder runter gekrabbelt, sehr steil. Wenn da mal einer runtergefallen wäre, das hätte keinen Schwein interessiert. Da wäre man dann vielleicht schwer verletzt oder gestorben. Und dann sind wir immer auf irgendwelche wild gewachsenen Kirschbäume oder ähnliches, Pioniergehölze, Weiden, Pappeln, hochgestiegen ein paar Meter mit mehreren Leute, Kinder, ne? Und dann elastisch, ne? So geschunkelt da oben. Manchmal konnte man dann abspringen, wenn das dann nach unten ging, so und dann in dem Moment abspringen. Oder es ist abgekracht, ne? Und dann fiel man da runter ins Gebüsch hinein, in die Brennnessel oder hier Brombeeren waren da viel, ja, da unten. Und Molche, an Molche kann ich mich noch erinnern, die hat man dann gesammelt. Ich habe auch Schnecken mal gesammelt eine Zeit lang und habe Schneckenwettrennen gemacht. Jetzt haben Sie meine Frau gesehen im Hintergrund, die überrascht war, mit wem ich hier spreche. Die hat gedacht, eine Nebenbuhlerin ist wohl hier aufgetaucht, aber das brauche ich in meinem Alter nicht mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Eine Nebenbuhlerin gibt es nicht, aber ich war ja bei diesen Schnecken. Ne? Schnecken. Und dann haben wir Schneckenwettrennen gemacht. Man durfte dann seine eigene Schnecke dahinstellen vor der Garage und dann sind die da losgelaufen. Wenn die Schnecke nicht richtig gelaufen ist, hat man da ein bisschen angeschoben. Das war noch erlaubt. Aber wenn man drauf gedrückt hat auf die Schnecke, ist die ins Schneckenhaus zurückgegangen. Also das ist ja auch im Berufsleben so, wenn man da denkt, den Leistungsdruck anziehen, einem die Peitsche. Ne? Früher hat man ja auf diesen römischen, ne, römischen Galeeren da, wenn sie nicht schnell genug gerudert haben, bom, 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 hat einer getrommelt, dann hat man mit der Peitsche drauf, auf die Sklaven hießen die. Und es geht aber nicht beliebig lang. Ne? Irgendwann sind die auch erschöpft, diese Sklaven und diese Schnecken bei uns eben. Das hat man bei der Gelegenheit gelernt. Und Sie wissen ja, in dem Film Ben-Hur, wenn Sie den mal gesehen haben, den Historienfilm, den habe ich ja in den 60er Jahren, glaube ich, mal angeschaut.
in einem Dorfkino, da waren auch so Holzstühle, ne? Und dann ist sonntags mal so eine ältere Dame dahergekommen mit so einer großen Filmrolle und dann hat man diesen Ben-Hur-Film angeguckt, da war ich sehr beeindruckt. Da habe ich lange drüber nachgedacht, über die wesentlichen Aussagen dieses Films bis zum heutigen Tag. Jedenfalls die Peitsche, das geht nicht so gut. Also es gibt ja auch die Low Performer, so heißen die im Berufsleben. Und es ist kein Kündigungsgrund. Und leider ist es so, dass die Vorgesetzten immer auf die Leistung drücken. Also dieses Leistungsprinzip an sich ist nicht verkehrt. Es muss jeder natürlich auch seine Leistung bringen, zu der er möglich und befähigt ist. Aber es muss auch jeder an die richtige Stelle. Es nützt ja nichts, wenn ich auf den Beschleunigungsknopf drücke und es einer vielleicht krank oder er hat einfach nicht mehr drauf, ne, dann wird er krank oder so. Ne, dann wundert man sich, dass es hier zu Stresserkrankungen und so weiter. Ich möchte es nicht vertiefen, außerdem möchte ich nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Bei uns im Landratsamt Böbling ist es natürlich nicht so. Ne. Das ist woanders so, bei uns nicht. Bei uns ist alles im Lot, weil ich da ja auch Personalrat bin und deswegen mich zu Wort melden kann und deswegen werden die Dinge hier viel besser gestaltet als sonst wo. Ja, der Kontakt zur Natur. Ich habe ja später auch mal dann Physik studiert. Das ist ja die unbelebte Natur. Und später dann noch Ökologie. Das ist eher die belebte Natur. Das Haushalten der Natur. Die Stoffkreisläufe gehört dazu. Und auch was so Energie und so betrifft. Das habe ich natürlich aus dem Studium mitbekommen. Eigentlich wollte ich ja Lehrer werden. Viele sagen ja, ich habe so die Art, ich kann gut erklären, erläutern. Bei mir würde man zuhören. Ich stand ja auch auf großen Bühnen, habe irgendwelche Ansagen gemacht in meinem Leben und die Aufmerksamkeit war schon da. Ne? Und dann habe ich ja während der Schulzeit noch im Gymnasium, ich war ja ein Mathe-Ass, problemlos ging das durch bis zum Abitur. Ne? Und dann hieß es ja Lehrer und ja, Lehrer brauchen wir nicht. Also es ging ja immer hin und her in Baden-Württemberg. Einmal hieß es, oh, dringend Lehrer, Mathe und Physik. Hieß es vor kurzem ja auch noch und es hat gar nicht gestimmt. Dann andere sagen wieder, nee, Moment mal, langsam, wir haben eine Lehrerschwemme. Ne? Also so ein Verwirrspiel und da hatte ich keine Lust mehr. Während ich bei der Bundeswehr war, habe ich mich dann innerlich darauf vorbereitet und dann einer gesagt, macht doch Grundlagenforschung. Ne? Diplomphysiker ist ganz gut hier. Kernforschung, da kriegst du auf jeden Fall was. Oder entsprechendes. Außerdem ging es ja da langsam los mit den Computern. Am Großrechner hat man programmiert. Viele, die mit mir studiert haben, sind ja in die Rüstungsindustrie gegangen. Im südlichen Baden-Württemberg vor allen Dingen sind ja große Rüstungsbetriebe heute noch. Da sind viele gelandet. Für mich kam das nicht in Frage. Und dann hatte ich ja Kernphysik gemacht im Kernforschungszentrum Karlsruhe. Eine dreijährige Diplomarbeit. Und da war auch Tschernobyl 1986, Ende April. Das fiel genau in meine Diplomzeit hinein. Und das hat mir dann gereicht. Ich hatte dann die Schnauze voll von Kernforschung und vor allen Dingen auch die Anwendung der Kerntechnik zu angeblich friedlichen Zwecken, ne? So kerntechnische Anlagen zur Energieproduktion sei angeblich friedlich. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist die schmutzigste Energie, ist die Kernenergie und natürlich auch die Atombombe. Da wollte ich nicht weitermachen und dann musste ich ja da irgendwie raus und weg und Doktorarbeit und hin und her und dann bin ich richtig ausgestiegen. Ne? So und dann habe ich Ökologie gemacht und bin dann zu einem schwäbischen Landratsamt gekommen, als Gewerbeabfallberater. Und außerdem hatte ich dann später auch nochmal Gäste aus der ganzen Welt. Das will ich nicht vertiefen, das wissen Sie alles. Mir ging es bloß nochmal darum, um die Kindheit, wie das war, der Bezug zur Natur, dass man das auch zu schätzen weiß. Nur einer, der da das auch mal richtig angefasst hatte, die Natur weiß diese auch zu schätzen. Und auch die Zusammenhänge kennt. Es ist auch schon eine Bildungsfrage, der Klimawandel, ob man ihn ignorieren will, so wie der amerikanische Präsident am liebsten oder andere das Pariser Abkommen ignorieren will.
Das ist auch eine Bildungsfrage, ne? Also Macht und Bildung sind nicht immer gleichzeitig vorhanden. Im Gegenteil, oftmals sind dumme Menschen an der obersten Spitze der Macht. Das ist leider so. Oder geblendete, religiös geblendete Menschen. Die Relienz ist natürlich bei solchen religiös integrierten Personen besonders hoch. Das hat jetzt mit christlich oder Islam oder Hindu oder Moslems oder sonst was oder Juden nichts zu tun. Ist mir völlig egal. Aber diese religiöse Prägung trägt oft dazu bei, dass es Persönlichkeiten sind, die Relienz haben, also kräftige Persönlichkeitsmerkmale, und das ist auch oft genug zu Ungunsten der Menschheit. Ich habe ja vorher gesagt in anderen Beiträgen, dass die Menschheit in wenigen Generationen aussterben wird. Das nehme ich nicht zurück, und ich kann das begründen aus vielen Sachen, die ich im Laufe meines Lebens durch Studieren oder aus anderen Quellen eben mir angeeignet habe. Und ein wichtiger Begriff ist auch die Entropie, und das weiß gar keiner, was das so genau ist. Und das wird nicht aus Versehen passieren. Die Menschheit wird nicht aus Versehen absterben, vielleicht auch, aber das ist nicht so das Problem, sondern systematisch. Wir steuern systematisch auf dieses totale Chaos hin. Und diese ganze Flüchtlingsdiskussion, das kann man vergessen, weil die großen Bewegungen, die kommen erst noch auf uns zu. Diese 50 Millionen sind gerade unterwegs, aber das wird immer mehr, ne? Weil natürlich der Klimawandel hier die Vegetationszonen verändern, und es gibt immer mehr Gebiete, wo es kein Trinkwasser mehr gibt. Dann gibt es, das Wetter wird unruhiger, und die Menschen werden sich auf jeden Fall in Bewegung setzen. Oskar Lafontaine hat neulich bei Phoenix einen interessanten Beitrag, glaube ich, war am Sonntag, gesagt, man müsste das Geld dort, wo es gebraucht wird, einsetzen. Das ist Entwicklungshilfe, hat er gemeint. Weil da ging es ja auch darum, in seiner Partei, die Linke, da wird ja Verschiedenes unterschiedlich gesehen, und was sagt Frau Kipping und so. Das hat er richtig erkannt, ne? Also, dass man eben an der Quelle, man muss über die Quelle diskutieren, wie machen wir das? Die reichen Länder beuten die armen Länder aus. Wir zerstören die wirtschaftlichen Strukturen dort. Internationale Konzerne machen das, also wir, um da die Gewinne zu maximieren. Wir kaufen Wasserrechte auf, also diese internationalen Konzerne, Nestlé und wie die alle heißen, Monsanto und so, da brauche ich gar nicht drüber reden. Und die Deutsche Bank ist auch an vielen beteiligt. Ich muss mich jetzt hier juristisch hoffentlich richtig ausdrücken. Ja, und dann kommen die nicht in die Gänge da unten. Die werden immer arm bleiben, und diese Schere geht immer weiter auseinander. Ich mache schon mal diese Handbewegung, diese Vermögens- und Einkommensschere. Das ist das Grundübel der Menschheit, und damit hat auch keiner mehr Interesse, wirklich die Schöpfung zu bewahren und eine ökologische, sozial gerechte Politik an den Tag zu legen. Würde man sozial gerechter die Sache gestalten, dann hätte die Mehrheit der Menschheit sicherlich auch ein Interesse an der Erhaltung der Natur. Es sind ja oft die einfacheren Menschen, die sich naturbewusster verhalten. Das ist interessant. Auch mein Vater zum Beispiel, aus einfachsten Verhältnissen, wenn ich mir überlege, die Ernährung war besser in den 60er Jahren. Aber es war nichts da. Wir haben Kaninchen aus dem eigenen Stall gegessen und Rotkohl aus dem Gemüsegarten. Und das war regional, ne? Regional, aus dem Vorgarten, regional. Da braucht man nicht, keine Regionalvermarktung wie hier der Landkreis Böblingen oder so, und biologisch oder so. Das war einwandfrei, das war sehr gesund. Man wusste, wie das hier entsteht, und saurer Regen war auch keiner drauf, und Stickoxide oder sonstiger Quatsch. Autos kamen ja kaum vorbei, da gab es weniger, deutlich weniger Autos. Ich will aber nicht, dass Sie meinen, ich will da zurück in irgendwelche alten Verhältnisse. Ganz und gar nicht. Ich meine, man kann den technischen Informationsfortschritt, den industriellen Fortschritt der Menschheit nicht aufhalten. Nur müssen wir ihn zum Wohl der Menschheit einsetzen, zum Wohle der einzelnen Menschen. Und das geschieht zu wenig.
Stattdessen werden gigantische Beträge auch für irgendwelche Forschungsanlagen ausgegeben, auch die Kernfusion da in Frankreich, das funktioniert nicht. Oder dieses CERN, was auch gigantische Beträge verschlingt, damit man noch das 17. Elementarteilchen hier nachweisen kann. Da mache ich ein Fragezeichen dahinter. Das muss nicht sein. Und wer da zuerst auf den Mond oder wieder zum Mond oder dreimal zum Mond oder zum Mars, das ist völlig uninteressant. Das bringt nichts, weil man wird da nicht so schnell erdähnliche Lebensverhältnisse schaffen können. Also die Menschheit ist nicht sehr weit gekommen in den letzten Jahrtausenden so. Aber diese Veränderung, das geht zu schnell. Da kommen wir nicht mit. Also gefühlsmäßig sowieso nicht. Der Mensch ist gefühlsmäßig eben immer noch in der Steinzeit. Ne? Wir schlagen uns immer noch die Köpfe ein in Syrien und darüber hinaus in Afghanistan und anderen Gegenden der Welt. Und die Waffenproduzenten, Händler, die werden immer reicher. Die abhängigen Politiker sind zu blöd, das zu stoppen. Und auch dieser Gabriel verspricht noch vor Jahren abzurüsten. Und das Gegenteil ist der Fall. Er reist in die Welt hinaus und macht Rüstungsdeals oder fädelt Rüstungsdeals ein. Auch dieser Trump und andere auch. Und die Menschen protestieren nicht, sondern er steigt in den Sympathiewerten an. Der Schulz ist längst vergessen. Sein innerparteilicher Gegner, die haben ja sich ausgestochen, wer jetzt Außenminister wird oder bleiben darf. Also eine typische Konstellation, wo zwei Bubis aus dem Sandkasten gegeneinander kämpfen. Na, die zwei Bubis und der Martin hat jetzt gegen den Gabriel verloren. Aber die sind beide unfähig als Außenminister. Also ich bin gegen die GroKo. Jetzt habe ich doch politisch den Bogen gespannt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte aus der Kindheit erzählen, wollte Ihnen erzählen, dass ich eine durchaus gute Kindheit erlebt habe und ich profitiere auch heute manchmal noch davon, gerade wenn ich so in die Welt hineinschaue, wenn es da so kalt ist und alle frieren und ich friere ja eigentlich nicht. Ne? Ich ziehe dann diesen Skipullover an, also richtig, ja, die Grünen, wie da heißt es wieder dabei. Ja, gut, ich bin ja schon ein Grüner mit einem Parteibuch der Linken. Die wahren Grünen sind ja die Linken inzwischen. Die Grünen 1980, ich habe das ja miterlebt, die Gründung der Grünen, die waren damals eine linke Partei und heute ist es eine angepasste Akademikerpartei. Gut, Kretschmann ist ja gerade so akzeptabel als Ministerpräsident, aber die wirklichen ökologischen Ziele lassen sich nur mit einer linken Politik konsequent angehen, soziale Gerechtigkeit, auch Frieden, auch Abrüsten, 10% weniger im Verteidigungshaushalt pro Jahr. Das wären meine Vorschläge und dann würde das Leben auf dieser Welt besser. Und die Religion müssen wir auch zurückdrängen. Ne? Ich meine, hier muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ich bin ja religionslos. Es gibt ja auch politische Kreise, die gegen den Islam wettern, massiv gegen den Islam wettern und meinen, der Islam ist hier auf dieser Welt an allem schuld. Dabei kämpfen die ja untereinander. Schiiten, Sunniten und wie sie alle heißen, kämpfen ja munter untereinander. Da könnte man ja auch sich zurücklehnen. Jetzt sage ich das ein bisschen zynisch: 20 Jahre sich zurücklehnen, warten, bis sie sich gegenseitig getötet haben. Das war eine zynische Bemerkung. Ne? Aber das ist nicht meine Absicht. Ne? Wir haben ja, die Christen haben ja auch den 30-jährigen Krieg gebraucht. Ich bin ja jetzt so alt, dass sich die Frage nicht mehr stellt. Und ich werde auch nicht mehr erleben, dass Stuttgart 21 fertig wird. Ne? Stattdessen gehe ich gelegentlich zur Rosa-Luxemburg-Stiftung hier zur Veranstaltung. Heute wollte ich eigentlich nach Leonberg zu einer Veranstaltung der KZ-Gedenkstätteninitiative in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung im Begegnungshaus. Gehen Sie da hin? Ich gehe da nicht hin, mir ist zu kalt. Ja, zu kalt nicht, aber ich habe keine Lust. Ich kann nicht jeden Tag woanders hingehen, da komme ich auch in Stress. Und hier gibt es auch noch familiäre Verpflichtungen. Das kann ich ja aus Datenschutzgründen hier nicht bringen, aber es ist ja verheerend manchmal, wo man da überall reingezogen wird. Dann ist es ganz günstig, wenn man juristische Kenntnisse hat. Nach Wimsheim gehe ich auch nicht. Hier am Donnerstag ist in Wimse die Kandidatenvorstellung. Da habe ich mich gestern zu
geäußert. Wimsheim ist ja so halb badisch, halb schwäbisch, ne, halb Württemberg, so der Grenzbach. Also es wäre eine interessante Gemeinde gewesen, aber ich bin ja zu alt für einen Bürgermeister. Ich hatte mich ja im Jahre 2009 da nochmal für interessiert, da war ich genau 50, da wäre es noch gegangen, aber inzwischen kann ich nur noch schlaue Leserbriefe schreiben und mich in einer Partei engagieren für alles Mögliche. Das entnehmen Sie meiner Homepage. Außerdem bin ich auch als Personalrat gut engagiert. Das möchte ich hier nicht so genau darstellen, weil da kommen auch Menschen vertraulich zu mir, die irgendein Problem haben, auch ein gesundheitliches vielleicht. Und da kann ich auch mitwirken. Ich habe ja auch Ischias inzwischen, habe ich jetzt gelernt. Und so weiter. Naja, jetzt sind 20 Minuten rum. Das genügt vielleicht für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und wenn es dann mal wieder wärmer wird gegens Wochenende, dann können wir auch mal wieder rausgehen. Und alles Gute für Sie und tschüss.